Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Total War Attila. Die Hunnen stehen vor unseren Toren, beziehungsweise vor unserer Insel. Und wir müssen jetzt mal schauen, ob die uns wirklich attackieren wollen, beziehungsweise ob sie es wagen, uns anzugreifen. Aber das werden wir, glaube ich, erst in der nächsten Runde rausfinden. Beziehungsweise schaue ich jetzt nochmal kurz, ob wir irgendjemanden noch zu irgendwas ernennen können, kurz. Oh, Moment mal. Oh, Dromihete. Oh, da sollten wir uns ein bisschen Loyalität sichern. Moment. Loyalität sichern. Da, Dromihete. Ich hoffe, das funktioniert. Nicht, dass der uns hier abtrünnig wird. Das wäre jetzt irgendwie nicht so cool. So, dann beenden wir mal unsere Runde. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Irgendwie will ich sogar... Ich würde sogar gerne sogar begrüßen, wenn die uns jetzt sogar angreifen würden. Ich hätte da jetzt Lust auf den Kampf. Sie wird mich jetzt irgendwie reizen. Am Schluss greifen die dann direkt Karalis an. Das wäre natürlich auch komisch. Ah, jetzt sind sie dran. Mal sehen, was passiert. Okay. Okay. Die ziehen sich zurück. Oh. Und da steht ja immer noch unsere Armee rum. Mal sehen. Mal sehen. Auf jeden Fall sollten wir unsere Armee wieder aufs Land bewegen. Weil wenn die uns jetzt hier mit zwei Flotten angreifen, dann sind wir auf jeden Fall im Nachteil. Und wir müssen die Armee in Ajax ausbauen. Da werde ich jetzt dann als nächstes einfach mal die Söldner wieder raushauen. Beziehungsweise entlassen und eigene Soldaten in die Armee eingliedern. Die sind ja zum einen erstmal billiger und von der Moral um einiges stärker. Ende der Amtsdauer, Ermanarek. Ende der Amtsdauer, Ende der Amtsdauer. Das müssen wir jetzt gleich machen. Durchbrennen. Was? Schon wieder? Oh. Eine eurer Töchter wurde von einem Verehrer umworben und plant durchzubrennen. Soll es ihr gestattet werden, ihrem Herz zu folgen? Zum einen, nein, wir dürfen nicht noch mehr Kontrolle verlieren. Nein, ich werde eingreifen. Und wir haben die Loyalität bei Dromihete sichergestellt. Sehr schön. So, wir haben jetzt wieder 4900 Gold. Okay. Warum ist denn jetzt die Loyalität bei allen so weit unten? Das ist nicht gut. Das heißt, wir sollten die vielleicht auch nicht unbedingt zu Kriegsherren ernennen. Da nehme ich lieber wieder den Aligern. Oh, da müssen wir jetzt echt aufpassen in Zukunft. Obwohl wir jetzt wieder eine Macht von 40% haben, könnte das jetzt gefährlich werden. Ermanarek werden wir jetzt gleich mal hier zum Richter ernennen. Und die anderen von den anderen lasse ich jetzt am liebsten mal die Finger. Nicht, dass die hier zu weit aufsteigen und dann abtrünnig werden. Das wäre nicht so toll. So, wir haben jetzt gerade Gerichtsvollzieher geskillt und jetzt könnten wir Land gegen Treue. Baukosten minus 10 für Hauptgebäude der Siedlung. Ermöglichte Bau von Kanälen, Souterrain, Vorratsgrube, lateinische Basilika, lateinische Martyrium, lateinisches Martyrium und lateinisches Kloster. Das ist natürlich schon nicht schlecht, aber es kostet halt auch 10.000 Gold. Vielleicht sollten wir beim Militär jetzt mal weiter skillen. Oh, Rekrutierungskosten minus 10 für Kavallerie. Was haben wir denn hier noch alles? Weingut. Oh, öffentliche Ordnung plus 3 durch bürokratische Reformen. Was hätten wir hier? Politische Aktionskosten minus 25, persönlicher Einfluss aller Charaktere. Oh, das wäre natürlich auch wichtig. Beziehungsweise gut und Vorteil. Gerade jetzt, wo wir politisch gerade ein bisschen Probleme bekommen. Ja, ich skill Königlicher Rat. So, und als nächstes müssen wir hier mal... Nein. Ich bringe jetzt erstmal die Armee wieder an Land. Das ist mir zu gefährlich hier. Und hier werden wir mal die ganzen... Nein, die werde ich jetzt noch nicht entlassen. Die Runde noch nicht. Erst wenn die anderen Einheiten rekrutiert sind. Okay, wir brauchen... ein paar Kriegsbande. Und noch ein paar Bogenschützen auf jeden Fall. Und vielleicht noch Armbrustschützen? Oder... Ja doch, ich hole mir Armbrustschützen. Nee, Moment.
Oder Onaga? Ja, ich nehme lieber Onaga. Die sind mir jetzt gerade irgendwie lieber. Gut, hier unten rekrutieren wir ja noch Truppen. Moment, der Gundulf. Wie schaut's denn mit dem Gundulf aus? Gundulf. Der hat nämlich auch schlechte... Das gibt's ja nicht. Den habe ich vor kurzem erst zum General ernannt und schon wird er mir untreu. Was für ein Schwein. Was für ein Schwein. Milde ausgedrückt. Gemeinheit. Moment, bewässerte Felder. War das nicht so? Moment, können wir dann... Ne, da können wir nichts anderes rekrutieren. Moment, umbauen könnten wir auch noch. Ich hätte gerne wirklich mal Kavallerie. Ortschaft. Oh. Dadurch hätten wir... Naja, die Garnison... Ah, die Garnison in Ajax wäre dann stärker. Das wäre natürlich auch richtig Bombe. Da müssten wir noch umbauen in Palma. Jetzt bauen wir aber erstmal hier die Ortschaft aus. Das ist jetzt wichtiger. Gut. Dann schauen wir mal vielleicht, dass wir endlich mal unsere Tochter verheiraten können. Ich werde mir eure Rede geduldig an. Bevor die sich gleich den nächsten anlacht. Ich grüße euch. Heirat engagieren. So. Genau, da ist ja die Gute. Ah, toll, abgelehnt. Keiner will sie haben. Vielleicht die Alemannen. Unsere guten Freunde, die Alemannen. Wir werden reden und dann speisen. Nein, auch nicht. Mist. Die Italiener sind nur noch auf dieses kleine Gebiet begrenzt. Die Bastarner vielleicht. Nein, die wollen es gar nicht erst. Aber vielleicht der Nicht-Angriffspakt? Nein. Oh, die Makedonier. Ah, die werden auch zurückgedrängt. Die weströmischen Separatisten sind da ziemlich auf dem Vormarsch. Markomannen, Lugier, Sachsen. Vielleicht die Langobarden oder die Thüringer. Obwohl, davon sind nicht mehr viel übrig. Ich hätte schon gerne starke Verbündete. So. Ah. Endlich haben wir unsere Tochter unter die Haube bekommen. Mit den Langobarden. Sehr gut. Die treiben sich ja sowieso hier rum. Schauen wir mal gerade, wie es eigentlich mit denen so steht. Ein guter Schweinbraten, ja, eigentlich gut. Auf euch und noch gefällt mir. Gefällt mir. Gut, dann beenden wir mal hier unsere Runde. Schauen wir mal. Ah, unsere Flotte bewegt sich fort. Genau. Die brauchen wir jetzt auf der anderen Seite. Und zwar dringend. Dann können wir vielleicht den Hunnen, falls die da immer noch sind, ein bisschen einheizen. Was passiert hier? Ah, Verona wäre eigentlich auch leichte Beute für uns. Ich traue mich gerade in Karthago die Armee nicht auszubauen, weil die Loyalität einfach da so... Okay. Schlecht ist. Okay. Ist der wahnsinnig? Wir haben viel mehr Einheiten. Okay. Die Herausforderung nehme ich an. Aber sowas von. Das war ein Fehler, mein lieber Freund. Das war ein Fehler. Oh. Hier haben wir da auch noch zusätzliche Truppen, die Geiseln aus Hyperborea. Aber wir haben noch die Blutflüsse und eine kleine Garnisonsarmee. Die Blutflüsse sind meines Wissens nach sogar relativ erfahrene Kämpfer. Das Terrain ist nur ziemlich ungünstig, beziehungsweise... Oh. Nass. Okay, hier kommt unsere Verstärkung. Das heißt, ziehen wir uns zu unserer Verstärkung zurück? Ich würde sogar sagen, ja... Ja, komm, wir ziehen uns zu unserer Verstärkung zurück. Okay. Bogenschützen. Erste Reihe. Oh, das wird so eine riesige Schlacht. Hi. Und ich freue mich total drauf. Da machen wir erstmal ein Grüppchen. Da positionieren wir unsere Speerträger, Pikeniere. Auf den Flanken. Oder an den Flanken. So, Schleuderkämpfer. Stellen wir sogar kurz vor dem Bogenschützen auf. Okay, ich muss jetzt gerade mal aufpassen. Die Bogenschützen positionieren wir mal ein bisschen so. Perfekt. Dann erweitern wir mal unsere Flanken.
mit Speerkämpfern. Und was haben wir denn jetzt noch? Wir haben nochmal eine Kriegsbande, die können wir hier so relativ mittig positionieren. Unseren Feldherrn. Und wir müssten direkt hier unten die Flanke noch irgendwie sichern, obwohl die eigentlich gut genug gesichert ist. Hey, Moment mal, was macht denn... Ah, habe ich ja direkt noch welche vergessen. Okay, die können wir dann für die Flanke nutzen. Perfekt. Dann machen wir hier noch eine Gruppe. Und dann lassen wir die Schlacht beginnen. Verlängerter Schuss, Grundschaden, mehr Rüstungsdurchschlag. Ah, von da drüben kommen sie. Okay, wir müssen unsere Armee neu ausrichten. Dann können wir außerdem unser Terrain, das Terrain hier besser nutzen. Oh, es wird so eine Monsterschlacht. Durch unsere größere Anzahl werden wir den Feind niederschlagen. Der Feind nähert sich. Aber der bekommt auch Verstärkung. Oh, Moment mal. Wo ist eigentlich unsere Garnisonsarmee? Die wird doch nicht etwa von da kommen. Nein. Ich glaube, die kommt hier gleich mit den anderen Truppen. Oh ja, und wir haben Onaga. Ihr Wahnsinnigen, mit was habt ihr euch angelegt? So, da. Wir positionieren gleich mal unsere Truppen. Bogenschützen in erster Reihe. Onaga. So. Die Speerkämpfer hinter den Bogenschützen. Die Kriegsbande hinter den... Nein. Die Kriegsbande auf die rechte Flanke. Linke Flanke. Wen haben wir denn hier noch? Moment mal. Ah, unseren Hauptmann. So, Pikiniere auf die linke Flanke. Armbrustschützen hinter den Bogenschützen. Obwohl, hinter den Bogenschützen ist eigentlich Unsinn. Okay, und ich habe gerade die Front ein bisschen zu weit vorgezogen. Die sollten ungefähr auf der gleichen Höhe sein wie die anderen. Okay, wir erwarten sie hier. Positionen einnehmen. Oh, ich bin so gespannt auf die Schlacht. Wir werden sie niederschmettern. Mit allem, was wir haben. So, ich glaube, ich habe alle aufgestellt. Ah, da könnten wir noch ein bisschen auseinanderziehen. Vielleicht auch noch einen Trupp Kriegsbande weiter rüberziehen. So. Das Gute ist, dass die Gegner bzw. die Hunnen relativ viel Kavallerie haben und mit unseren Speerkämpfern und Pikinieren können wir da einiges rausreißen. So, ich schaue mir jetzt mal die Gegner an. Da kommen sie. Wir sind eigentlich, wir haben nicht nur, wir sind nur total überlegen von den Truppen, von der Truppenanzahl, sondern auch von der Position. Wahnsinn, was für eine Armee. Was für eine Armee. Okay. Dann mache ich jetzt hier gleich nochmal die nächste Gruppe. Wo ist denn hier eigentlich unser Hauptmann? Ah, der sollte sich ein bisschen weiter zurückziehen hinter den Linien. Wir haben uns halt relativ breit aufgefächert. Da müssen wir aufpassen, dass wir damit umgehen können. Jetzt habe ich fast den einen Trupp von der anderen Armee noch mitgenommen. So. Geh. Dann lasse ich jetzt etwas schneller laufen. Da ist sie, unsere prächtige Armee. Unaufhaltsam. Die gegnerischen Truppen sind verschwunden. Die sind im Kriegsnebel verschwunden. Aber sollen sie kommen? Sollen sie kommen? Wir sind vorbereitet. Unsere Pikiniere haben ihre Speere schon aufgestellt. Auch die anderen Speerkämpfer sind bereit. Ja, unsere Truppen sind blutrünstig. Wir erwarten den Feind. Der sich anscheinend irgendwo versteckt, weil es passiert gerade hier überhaupt nichts. Ich sehe keinen einzigen Gegner. Wir haben zwar eingeschränkte Sicht, aber trotzdem. Die Hälfte der Karte ist ja vor allem auch noch...
Gewässer, sind ja noch Gewässer. Okay, ich schicke mal meine Kavallerie los. Und scoute ein bisschen die Gegend. Die wollen uns wohl einen Hinterhalt legen. Aber nicht mit mir. Da! Da sind Gegner. Da ist ein kleiner Trupp. Was machen die nur? Ah, die haben sich bei dem kleinen See hier positioniert. Zumindest ein Teil. Und sie rücken nah. Sie rücken an. Wenn auch langsam. Okay, wir können unsere Truppen eigentlich wieder zurückziehen. Nicht, dass die sich hier auspowern. Können sie sich hier oben nochmal am Hügel ein bisschen erholen. Da kommen noch mehr. Okay, ich werde mal vielleicht unsere zweite Armee neu ausrichten. Ja, nicht so weit. So. Vielleicht auch die Armee etwas anders. Genau, vielleicht so. Dann warten wir. Obwohl ich jetzt schon so schnell laufen lasse, die kommen einfach nicht dran. Okay, wir werden jetzt mal ein bisschen aggressiver spielen, glaube ich. Wir werden die Position ändern. Ein bisschen nach rechts verschieben. Damit wir auch weiter das Terrain ausnutzen können. Nicht, dass die an uns vorbeiwuseln. Was gibt's denn hier? Die wollen uns doch irgendwie... Die wollen uns total verunsichern, habe ich das Gefühl. Leichte Schockkavallerie. Die können wohl nicht ernsthaft glauben, dass die uns mit der Armee besiegen. Mittlere Bogenkavallerie? Ja, von der Bogenkavallerie habe ich Respekt. Da müssen wir aufpassen. Ah. Mittlere Nahkampfkavallerie? Hat sich unsere Armee inzwischen schon neu aufgestellt? Nein, die sind immer noch in Bewegung. Aber wir haben noch genug Zeit. Die Feinde sind noch weit genug entfernt. Die warten doch auf irgendwas. Ja, aber sie kommen halt echt langsam den Berg rauf. Langsam, aber sicher. Furchtlose Krieger. Okay, da drüben sind noch mehr Gegner. Sollen wir unsere Truppe noch weiter... Ja, die stellen wir jetzt noch weiter rechts auf. So. Kavallerie. Weiter nach rechts. Okay. Ja, die lassen sich wirklich Zeit. So, mal gucken. Das soll jetzt die endgültige Position unserer Truppen sein. Dann können wir sie frontal attackieren. Die sind halt auch stark geschwächt. Die erste Armee von denen. Okay, die Armee bezieht Position. Dann können wir sie nämlich jetzt dann noch warten lassen, damit die nicht mehr außer... Weil die, momentan sind die alle außer Atem. Ja, obwohl die sind noch frisch. Da sind welche schon außer Atem. Und unsere Truppen müssen ja... bereit sein. Oh, die Onaga brauchen ein bisschen länger. Ja, da kommen sie langsam alle. Langsam kommen sie aus dem Kriegsnebel heraus. Ja, das sind richtig viele. Und da drüben sind auch nochmal... ist auch nochmal Kavallerie. Die wollen uns wahrscheinlich in die Flanke fallen. Das wird ihnen aber nicht gelingen. Das wird ihnen definitiv nicht gelingen. So. Noch die Onaga müssen positionieren. Sich positionieren. So. Ich glaube, ich ziehe die Armee mal ein bisschen weiter nach vorne. Beziehungsweise, genau, in die Position.
Na, also ganz gefällt mir das immer noch nicht. Aber wir sind ja so schief aufgestellt. Ich lasse die jetzt so. Da kommt auch Kavallerie. Ja, doch, das sind schon... Das ist schon eine große Armee da. Da müssen wir dann langsam spielen, damit wir das schaffen. Beziehungsweise den Überblick behalten. Hier drüben sind mir ein bisschen zu wenig Speerkämpfer. Ich schicke jetzt einfach die Kavallerie auf die rechte Flanke. So. Und es regnet immer noch wie aus Kübeln. Oh, da sind wir die ganzen Frauen dabei bei der Kriegsbande. Oh ja. Und da hinten ist der gegnerische General aufgetaucht. Ja, die Armee ist aufgestellt. Es kann losgehen. Aber Freunde, ich würde sagen, die Schlacht lassen wir in der nächsten Folge entflammen. Beziehungsweise entflammen können wir bei dem Regen eigentlich nicht viel. Aber wir können ein ordentliches Gemetzel anstellen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.